Was war der Trennungsgrund von Oliver und Amira Pocher? In den letzten Wochen wurde immer wieder über einen neuen Mann spekuliert. Schon lange wurde gemunkelt. Jetzt ist es offiziell. Oliver und Amira Pocher haben sich getrennt. Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können. Wir sind getrennt, verkündete sie in ihrem Podcast Die Pochers. Vor kurzem heißt es noch, dass die beiden um ihre Liebe kämpfen wollen. Warum ist jetzt doch alles aus und vorbei? Hat Amira Pocher einen neuen Freund? Laut Oliver war es Amira, die den Schlussstrich zog. Ich kann da jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Ich will auch gar keine Glückskeksfloskeln verbreiten oder pathetisch sagen, wir bleiben für immer verbunden. Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und das muss man jetzt auch annehmen, offenbart der Comedian. Klar, dass die Gerüchteküche gewaltig brodelt. Steckt womöglich ein neuer Freund dahinter? Auf einem Event in Wien wurde Amira kürzlich mit einem anderen Mann an ihrer Seite gesichtet. Alles Quatsch, wie sie im Podcast versichert. Ihre Begleitung Orhan war vom Management und hatte sie in dem Abend betreut. In den sozialen Netzwerken wurde er bitter angefeindet, nachdem die Bilder der beiden auftauchten. Aber mehr als Amiras Personalassistent war er nicht. Amira und Oliver Pocher bleiben ein Team. Und wie geht nach dem Eheaus für die Pochers weiter? Schließlich haben die beiden auch beruflich gemeinsame Sache gemacht. Hoffentlich kriegen wir das hin und werden weiterhin ein Team sein, zeigt sich Amira optimistisch. Wir sind für euch weiterhin als Podcast-Team da, privat nicht mehr. Außer, dass wir natürlich Eltern von wundervollen Kindern sind.